herzlich willkommen zu unseren neuen Hoffnungsgeschichten. Und heute ist die Steffi bei mir. Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Hallo, schön da zu sein. Freue mich. Steffi, erzähl mal, woher kommst du denn? Und ja, es ist ungewöhnlich, dass du heute bei mir bist. Normalerweise bist du ja fast die ganze Zeit vom Jahr woanders. Erzähl mal ein bisschen. Ja, wo komme ich her? Ich bin aufgewachsen im wunderschönen Dornstetten, im wunderschönen Schwarzwald und bin, als ich 20 Jahre nach Rumänien gezogen. Und du hast, um noch ein bisschen von Anfang an zu starten, du hast ja Erzieherin gelernt. Genau, ich habe Realschulabschluss gemacht und habe danach Erzieherin gelernt in Freudenstadt und habe dann eigentlich beschlossen, ein Jahr nach Afrika zu gehen, um, bevor ich dann anfange, so ein schönes, gutes deutsches Leben zu führen, so Hausfrau, Mutter, Kinder, Häuslebau und so. Es war so ein bisschen dein Lebenstraum, so ganz normales Eheleben und so weiter und vorher ein Jahr Afrika, aber irgendwie ist es nicht ganz so gekommen, wie du es dir gedacht hast. Nein, das ging dann doch ein bisschen anders. Also ich habe mich nach meiner Erzieherausbildung beworben bei einer Organisation, habe gesagt, ich möchte gerne nach Afrika und für ein Jahr. Und die haben gesagt, tut uns leid, wir haben keinen Platz mehr in Afrika. Wir haben noch einen Platz in Rumänien. Und ehrlich gesagt, ich wollte absolut nicht nach Rumänien. Mein Herz war nie für Osteuropa, es schlug immer für Afrika. Und es war mir auch ein bisschen zu nah an zu Hause, aber ja, es war einfach nicht Afrika. Ja. Und wie ging es dir dann damit? Also ja, was hast du mit der Entscheidung gemacht, dass nur Rumänien in Aussicht stand? Ich habe sehr damit gehadert. Also ich habe wirklich, ja, ich wollte einfach nicht. Ich bin mit dem Auto mit einem anderen dann nach Rumänien gefahren und ich habe durchgeheult die ganze Fahrt über, weil ich einfach nicht wollte. Also bei mir hat sich alles dagegen gewehrt. Aber trotzdem im Herzen hatte ich einen unendlichen Frieden, weil ich wusste, okay, das ist jetzt eigentlich, jetzt sei mal nicht so dramatisch, das ist jetzt einfach das, wo Gott dich haben will. Also du hast ein bisschen gespürt, dass ja, Gott dich da haben will, weil du einfach so diese Ruhe im Herzen hattest, obwohl du trotzdem traurig warst und woanders hin wolltest, aber so diesen inneren Frieden darüber, das hat dir so bewusst gemacht, das soll jetzt erstmal so sein. Ja, ich kann es nicht wirklich erklären, das war einfach ja so. Und du hast schon ein bisschen erzählt, so das erste Jahr, es war nicht ganz so einfach und du hast dann einfach für dich entschieden, du gehst jetzt mal dort in eine deutsche Gemeinde. Also ich habe in einer Missionsfamilie mitgearbeitet, habe dort ihren Sohn unterrichtet und ich war blutjunge 20 und er war 15, Entschuldigung. Und das ist ja auf jeden Fall nicht einfach. Also und bin dann auch in die Gemeinde von der Familie, die diese Gemeinde dort gegründet hat in Rumänien. Und dort hast du dann jemand kennengelernt, erzählen. Genau, eine gute Freundin von mir, und zwar die Sarah Vienna. Sie kam zur gleichen Zeit aus Amerika. Sie wollte auch nicht nach Rumänien. Gott hat sie aber trotzdem auch nach Rumänien gesandt. Und von daher waren da zwei so ein bisschen verlorene kleine Schafe, die sich da gefunden haben. Und wir haben uns sehr gut angefreundet. Und sind es immer noch nach 19 Jahren jetzt. Und ihr habt dann zusammen euch überlegt, dass ihr eher mit kleinen Kindern arbeiten wollt und seid dann über Umwege, sag ich mal, in einem Kinderheim gelandet, gell? Ja, also die Sarah hat noch andere Amerikaner dann kennengelernt in Rumänien, also das ist Brașov, Kronstadt, dort sind wir. Und die wussten dann, wie man in ein Kinderheim kommt für Kinder unter 2 Jahre. Und da waren also so um die 200, 300 Kinder unter 2 Jahren dort in dem Kinderheim. Das ist ja eine ganz schön große Menge an Kindern, oder? Es war eine Riesenmenge an Kindern. Und für mich, also ich war schon immer, habe Kinder und so jung und klein wie möglich, war schon immer mein Leben, deswegen auch Erzieherin. Und vor allem Säuglinge waren schon immer, ja, habe ich einfach schon immer ein großes Herz gehabt. Dafür. Ja, Wahnsinn. Von daher war das für mich einfach gar keine Frage, da hinzugehen und die Kinder zu halten. Und auf der einen Seite war es emotional sehr schwer auch, einfach das zu sehen, die Not zu sehen, die Kinder in ihren Betten. Auf der anderen Seite habe ich meinen Traum gelebt. Ich durfte die ganze Zeit Babys auf dem Arm halten. Da kam keine Mutter und hat gesagt, rühr mein Kind nicht an. Das war einfach, ich durfte das. Ich bin gebraucht worden einfach. Wie ging es denn dann weiter? Erzähl mal. Ja, also wir haben dort 2 Jahre gearbeitet und ich habe dort auch meine Tochter kennengelernt. Die habe ich dann mit nach Hause genommen. Da war sie 11 Monate alt. Die ist jetzt 18, also kein Baby mehr.
Und in 2005 haben diese Kinderheime geschlossen, weil Rumänien dann in die EU eingetreten ist. Und es gibt einfach keine Kinderheime in der EU für Kinder, gesunde Kinder unter 2 Jahren. Mhm. Und daraufhin haben wir dann gedacht, wo sind die ganzen Kinder hin? Es kann ja nicht sein, dass sie dann 200, 300 Kinder so schnell irgendwo unterbringen. Und sind dann in das Kinderkrankenhaus in Brașov gegangen, staatliches Kinderkrankenhaus. Und haben dort ganz arg viele von den Kindern wieder gefunden. Also ganz arg viele staatliche Kinderkrankenhäuser wurden dann so zwecks Entfremdung dann zu Kinderheimen. Mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, die Kinder sind da hingekommen und die Schwestern haben praktisch ihre normale Tätigkeit ja auch noch gehabt und keiner hatte eigentlich Zeit für die Kinder. Ja. Und ihr habt dann praktisch die Möglichkeit gehabt, da reinzugehen und das Krankenhauspersonal zu unterstützen, gell? Ja, genau. Also wenn ich zurückdenke, wir sind damals noch mit unserem Kinderheimausweis, den wir hatten, sind wir da ins staatliche Kinderkrankenhaus reingelaufen und haben gesagt, hallo, wir wollten gern die Babys halten. Also eigentlich total verrückt, das geht eigentlich heutzutage gar nicht mehr. Aber die haben uns dann auch wirklich gelassen und wir haben dann auch gesehen, die hatten keine Pampers, also Windeln, eher so Stoffwindeln, die wurden dann mit einer Schnur so ganz künstlich da zusammengewickelt und haben das einfach gesehen, was das auch mit den Babys macht, wenn die Neugeborenen dann unter so einer Lage Windeln liegen und der Kopf nach hinten und so. Und haben dann einfach gesagt, okay, wir wollen helfen, wir wollen was tun und haben dann angefangen, einfach Pampers zu kaufen. Zuerst von unserem eigenen Geld und dann haben andere das dann mitbekommen und haben gesagt, ach, hier ist auch nochmal ein bisschen Geld und kauft mal den Babys ein paar Pampers. Und selbst meine Oma hat mir dann 50 Euro in die Hand gedrückt und so und hat gesagt, kauft den Kindern ein paar Pampers. Und ja. Das war so der Start von einer langen Reise und da sehen wir jetzt geschwind mal so ein paar Einblicke einfach, wie das damals so war. I can feel your love and care. So smile a while, so smile a while, and stand by my side. 'Cause don't you know, don't you know, you make me feel alive. Just don't leave me alone again. Just hug. Genau, und das Lied, was wir jetzt gehört haben, das ist schon was ganz Besonderes. Vielleicht erzählst du ein bisschen den Hintergrund dazu. Ja, also das Lied habe eigentlich die Sarah und ich gemeinsam geschrieben und sie hat es dann auch vertont. Und zwar war das eigentlich noch gewidmet für ein Kind im Kinderheim. Das war so ein 2-3-Jähriger, der ist auf mich zugerannt gekommen, als ich eigentlich das Zimmer verlassen wollte und wollte einfach nur noch eine letzte Umarmung von mir. Und ich habe dem Kind, also da waren glaube ich 20 Kinder in dem Zimmer, ich habe dem Kind die ganze Zeit gar nicht so große Aufmerksamkeit gegeben, weil es einfach so viele Kinder waren. Aber der kam dann einfach nochmal hergerannt und hat mich da nochmal umarmt. Und es hat mich so ergriffen, dass ich dann einfach bin heimgekommen, erstmal geheult und dann ist mir einfach der Text so gekommen. Und Sarah ist eigentlich also Musikerin auch und hat dann ihre Gitarre geschnappt und hat dann einfach da dann den Ton mit dazu gemacht und dann, ja, das Lied auch aufgenommen. Also das Lied ist bekannt, sehr bekannt auch von den Leuten, die unsere Arbeit kennen. Ja, und ab und zu macht ihr auch gemeinsam so Konzerttournees und wo ihr auch einfach berichtet, wie es gerade so aktuell ist. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben schon einige auch in Deutschland gemacht, noch vor Corona. Wir hoffen, dass wir 2022 wieder kommen können. Wir stellen unsere Arbeit vor. Sarah hat viele Lieder geschrieben, die auch von unserer Arbeit erzählen. Es gibt da verschiedene Alben, wo es ist einfach ja, ihre Geschichte auch, die hat auch eine sehr interessante Lebensgeschichte, wo sie das auch geschrieben hat und auch in Lieder einfach geschrieben hat. Und dann berichten wir einfach über unsere Arbeit und
Hoffen einfach, dass es Menschen anspricht. Mhm. Eure Arbeit ist ja dann so groß geworden, dass einfach die damalige Organisation, wo ihr so ein bisschen mit angegliedert war, einfach gesagt hat, jetzt ist es in der Größe, wir können euch gar nicht mehr bei uns behalten. Ja, also damals, als nur wir zwei waren, haben wir dann jemand angefragt, Freunde von uns, und haben gesagt, können wir das Projekt, wo sie da so langsam entwickelt, vielleicht unter eure Fittiche nehmen? Und die haben gesagt, ja, kein Problem. Aber was haltet ihr davon, so ein Freiwilligenprogramm noch mit so reinzubasteln? So, okay. Und dann wurden wir so die Projektmanager von diesem Projekt. Und es kamen immer mehr Freiwillige auch mit dazu, die dann einfach mitgeholfen haben im Krankenhaus. Wir haben mehr Gelder bekommen, das heißt, wir konnten mehr Pampers kaufen. Aber dann haben wir uns auch mit der Sozialarbeiterin von dem Kinderkrankenhaus angefreundet und haben auch ihr gesagt, wo brauchst du Hilfe? Und eine große Hilfe für sie war, dass wir ihr geholfen haben, die Kinder, die Familien hatten, wieder in die Dörfer zurückzufahren. Und dann sind die Kinder trotzdem wieder zurückgekommen, aber es war so ein Teufelskreislauf. Aber damit haben wir auch dann eine Beziehung zu den Familien in den Dörfern aufgebaut. Mhm, ihr habt dann praktisch gesehen, was auch in den Dörfern fehlt, oder? Mhm. Mhm. Also viele Familien hatten einfach kein Wasser, kein Fließendwasser, kein Strom, so Lehmhütten und einfach ganz schlimme Zustände, dass es für uns auch gar nicht mehr so überraschend war, dass die Eltern denn die Kinder einfach auch ins Krankenhaus gebracht haben oder in ein Heim gegeben haben, weil sie einfach nicht die Möglichkeit hatten. Mhm. Ich will das nicht pauschal sagen. Es geht einfach um bestimmte Dörfer und bestimmte Gegenden, wo es einfach noch sehr viel Armut herrscht. Mhm. Eure Organisation ist gewachsen. Ihr habt dann 2010? Mhm. Erzähl mal, was dann passiert ist. Ein großer nächster Schritt, gell? Ja, also wir haben dann in den Dörfern noch bevor wir die Organisation wurden, haben wir angefangen, verschiedene Projekte anzufangen. Und zwar haben wir einen Kids Club, das sind Kinder von 3 bis 6 Jahren. Und dann haben wir ein Hausaufgabenprogramm, das sind Kinder von 6 Jahren bis zur 8. Klasse. Und irgendwann wurden wir der Organisation ein bisschen zu groß, weil einfach aus dem Krankenhausprogramm ganz arg viele andere Programme entstanden sind. Und haben die gesagt zu uns, okay, ich glaube, ihr seid jetzt Flügge. Hopst aus dem Nest und baut euch euer eigenes Nest. Mhm. Und zur gleichen Zeit kam auch noch mal eine andere Freiwillige aus Amerika, die Mary. Und gemeinsam mit ihr haben wir dann 2010 unsere Organisation Firm Foundations Romania gegründet. Mhm. Ist ja unglaublich. Unglaubliche Story, dass es so groß gewachsen ist. Aber nur mit der Gründung habt ihr auch neue Möglichkeiten und Wege, gell? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben inzwischen das ist alles noch vor Corona, hatten wir um die 60 freiwilligen Mitarbeiter von überall auf der Welt, auch natürlich Rumänien, von Kanada bis Australien, Neuseeland, entweder Kurzzeitmitarbeiter oder Langzeitmitarbeiter, die kommen. Wir haben zwei Schichten am Tag, wo die einfach die Kinder gehalten haben, ihnen die Flasche gegeben haben, sie gewickelt haben. Bei uns bekommt jedes Kind, das ohne Eltern ist, im Krankenhaus von uns gesponsert Windeln pro Tag. Die werden dann von den Freiwilligen ausgegeben. Und ja, wir konnten viele Renovierungen auch helfen im Krankenhaus. Also wir hatten ganz viele Möglichkeiten im Krankenhaus, auch verschiedene Projekte dort. Wir haben verschiedene Hilfstransporte, die immer wieder kommen aus Deutschland auch zum Beispiel, wo wir verschiedene Organisationen, Familien, Vereine, Krankenhäuser, alles Mögliche unterstützen können. Und dann einfach auch die Arbeit im Dorf. Und das Große ist, dass wir jetzt beschlossen haben, noch so kurz vor Corona, wir wollen bauen, wir wollen unser eigenes Gebäude haben. Das, was wir gerade benutzen, ist erstens mal zu klein, zu alt, und wir wollen unser eigenes Ding. Und da sind wir jetzt, haben wir angefangen zu bauen. So, hat ja sonst nichts zu tun. Ne? Also, ja. Wahnsinn. Und in der ganzen Zeit, also es ist ja schon, sind jetzt viele Jahre, wie hat sich das verändert bei den Kindern? Weißt du, sagst, es sind immer noch so viele Kinder, die so in Armut leben, oder wie empfindest du das? Es gibt noch ganz viele Kinder, die in Armut leben, ja. Aber ich sehe auch schon, dass die Regierung versucht, schon auch was zu tun. Familien wollen auf jeden Fall auch eine Veränderung, oder viele, nicht alle, wollen eine Veränderung für ihre Kinder. Es geht, man kann es nicht pauschalisieren. Es gibt Familien, die sagen, erzähl uns heute noch, wir wollen nicht, dass unser Kind weiterhin in die Schule geht. Ist jetzt 14, es wird Zeit, dass sie jetzt jemanden kennenlernt und dann ihre eigene Familie gründet. Und dann gibt es andere, die sagen, oh nein, bitte nicht. Ich will, dass mein Kind Abitur macht, ich will, dass mein Kind die Schule weiterhin besucht. Und da haben wir jetzt auch ein Programm, wo wirklich auch Leute außerhalb von Rumänien Kontakt aufnehmen können zu unseren Kindern, so Patenschaften, und die Kinder dann auch begleiten, sie ermutigen können, dass sie dann vielleicht einfach auch in der Schule bleiben und das weiterhin machen. Wie viele Kinder betreut ihr denn?
Also wir haben 140 Kinder in unserem Hausaufgabenprogramm. Vor Corona hatten wir noch 20 Kinder in unserem Kids Club, aber leider hatten wir nicht so viel Platz. Deswegen auch mal wieder, wir brauchen das neue Gebäude. Jetzt haben wir halt nur 8 pro Gruppe. Aber wir hoffen, wenn wir unser neues Gebäude haben, dass wir das dann auch wieder, dass wir da auch wachsen können dann mit den Kleinen. Und die Kleinen, wenn sie dann mit der ersten Klasse anfangen, kommen die dann ins Hausaufgabenprogramm. Ja, und kann man sich jetzt einfach so bei euch bewerben und vorbeikommen und euch da unterstützen und mit den Kindern helfen sozusagen? Ja. Also das Krankenhaus dürfen wir erst wieder seit Mai, würde ich sagen, und man muss geimpft sein. Also es gilt die nur G1-Regel, es gibt keine G2, keine G3, man muss geimpft sein und man muss es vorzeigen. Das ist ganz arg wichtig. Ja, wir sind auch dankbar, dass wir endlich wieder nach 1,5 Jahren wieder rein durften. Durch Corona-Zeiten haben wir wirklich nur einfach die Pampers dann pro Stockwerk an die Sozialarbeiterin weitergegeben. Die hat es dann verteilt im Krankenhaus, wir durften gar nicht rein. Und das war eine ganz schwierige Zeit für uns alle, weil wir wussten, die sind da. Man kriegt die Liste, wie viele Kinder im Krankenhaus sind und man darf, man kann nicht zu ihnen. Und ja, und wir suchen immer noch nach Leuten, die kommen, auch in Langzeit, weil wir einfach, die Langzeitmitarbeiter, die sind alle, die sind auch nicht mehr da, wir sind gerade sofort und wir können sofort keine 5 Tage die Woche 2 Schichten pro Tag können wir einfach nicht meistern, das geht nicht. Also von daher, ja, wir brauchen Langzeit- und Kurzzeitmitarbeiter, die sagen, hey, ich komme. Und die ein Herz für die Kinder haben. Also wer hat kein Herz für ein Baby? Aber ich sage immer, die geben einem so viel mehr zurück, als man versucht, denen zu geben. Das ist einfach, ja, das ist echt toll. Ja. Gab es jetzt in der Zeit, wo du da unten bist, sage ich mal, auch so Phasen, wo du sagst, Mann, das war jetzt echt schwierig oder da war es auch finanziell knapp? Ich meine, ihr finanziert euch ja komplett durch Spenden. Also schwierig auf jeden Fall ist, also ich habe noch 3 Kinder adoptiert, alleine Adoption ist schon mal schwierig. Und dann natürlich am Anfang war es auch schwierig, die Beziehung aufzubauen mit dem Krankenhaus, weil wir waren blutjunge 20-Jährige, die gesagt haben, wir kommen da mal rein. Einfach, wir mussten einfach Vertrauen aufbauen. Wir hatten ja selber keine Ahnung gehabt, was wir eigentlich hier gerade tun. Das war ja wirklich alles gar nicht geplant. Aber dann haben wir auch gesagt, okay, nee, wir wollen das. Und wir wollen das nicht nur für 2 Wochen so als Ferienjob, sondern wir wollen das weiterhin führen. Und einfach diese Vertrauensbasis aufzubauen. Das war bestimmt nicht immer einfach. Es ist auch nicht immer einfach, wenn man im Dorf arbeitet. Man sieht die Not, man hört die Geschichten von den Familien und man hört die Geschichten von den Kindern. Man weiß, was abgeht in manche Familien. Und dann wirklich also sagen, okay, ich gehe jetzt nach Hause und ja, ich gebe das jetzt in Gottes Hände. Und würdest du sagen, dass sich jetzt die Entscheidung damals trotzdem gelohnt hat, auf Gott zu hören oder den innerlichen Frieden nachzugehen? Oh, auf jeden Fall. Ich würde es nochmal zu machen. Ich würde es nochmal genauso machen, vielleicht weniger dramatisch und nicht so lange rumheulen, aber auf jeden Fall, das hat sich gelohnt. Es ist bestimmt kein einfacher Weg und der ist bis heute noch nicht, aber ich würde es genauso wieder machen. Also ich lebe eigentlich einen Traum, einfach anderen Leuten zu helfen und ich bin ja wirklich, ja. Aber es kann nicht jeder nach Rumänien gehen jetzt, gell? Nein, das kann er nicht. Aber die Amis haben so einen genialen Satz. Und es ist einfach, wir sind Hände und Füße Jesu. Und da, wo Gott einen hinstellt, wo wir gebraucht werden, da wird er uns auch einsetzen und auch gebrauchen. Da werden wir auch den inneren Frieden haben. Und natürlich kann nicht jeder nach Rumänien. Aber jetzt allein von unserer Arbeit aus, wir könnten es nicht ohne die Leute aus Deutschland machen. Wir könnten keine Laster nach Rumänien schicken, wenn wir nicht die Leute hier hätten, die das alles sammeln und packen und verräumen und überhaupt oder die Gelder schicken, damit wir überhaupt in Rumänien sein können oder uns besuchen kommen oder so weiter. Das geht wirklich einfach nur, weil Gott Leute hier hingestellt hat und jetzt hat er halt uns rausgesucht, dass wir dann halt dort sind. Aber wir sind ein Team. Ja. Und würdest du sagen, Gott ist auch heute noch ganz eng bei euch mit dabei? Wie merkst du das? Stichwort heute. Heute? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir bauen ja. Und wir haben immer noch nicht alle Gelder zusammen. Also wir bauen mit Containern. Wir haben 5 von 8 Containern. Die stehen auf unserem Land. Wunderschönes Land, muss ich sagen. Und dann bin ich jetzt halt diese Woche gerade in Deutschland und habe mich heute mit jemandem getroffen, der hat gesagt, hey Steffi, ich spende die Fenster. Thermopan-Fenster, ich spende die an euch.
Das heißt, also heute Morgen um 10 habe ich das so. Also ja, natürlich, er führt uns und er bringt uns wirklich auch Leute. Und wie gesagt, es sind auch die Leute, die in Deutschland sind. Mhm. Wenn die Leute keine Thermopanfenster bauen, dann kriege ich ja keine in Rumänien. Mhm. Einfach zu sehen, wie Gott, ja, wie Gott das wieder so führt. Also ich war total baff heute Morgen, ja. Mhm. Doch, auf jeden Fall. Also, ganz tolle Arbeit, die du machst, Steffi. Und Dankeschön. Echt bewundernswert. Ja, kommst du uns auch mal besuchen? Ja, vielleicht mache ich das. Echt? Ja, auf jeden Fall. Also, bewundernswert, was du für ein Herz hast, auch für die Kinder. Und es ist toll zu sehen, wie du dich einsetzt und was Gott aus so einer, ja, vielleicht nicht unbedingt so der erste Weg, den du gehen wolltest, aber was Gott trotzdem draus machen kann. Ja. Und wie wir sehen, lohnt es sich voll, mit Gott unterwegs zu sein. Und echt, es ist bloß ein Gebet entfernt, einfach anzufangen, auch mit Gott einfach zu starten. Und ich möchte euch echt Mut machen, loszulegen. Und wenn man an Entscheidungen steht, wo es lang geht im Leben, dann lohnt es sich immer, einfach Gott zu fragen. Aktion Hoffnungsland. Weil Vertrauen der Anfang von allem ist.